Patrick, Glückwunsch zum ersten Saisontor. Wie erleichtert warst du heute? Sehr erleichtert. Also vor dem Spiel haben ja auch bestimmt 3-4 Leute gesagt, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass es heute klappt. Und ich hatte auch selber ein gutes Gefühl und bin froh, dass jetzt endlich geklappt hat mit dem ersten Saisontor. Ja. 6 Tore haben wir in der Saison in der Liga noch nicht geschossen. Woran lag das heute? Ja, wir waren sehr effektiv auf jeden Fall vom Tor. Ich denke, wir hatten noch ein paar andere gute Chancen oder Möglichkeiten, aber trotzdem insgesamt effektiv gespielt und die Dinger eiskalt gemacht. Und ja, verdient, denke ich auch. Wie ist es, wenn bei 6 Toren du insgesamt 4 Torschützen hast? Ist das vielleicht auch für einen Stürmer und für die Qualität der Mannschaft, sagen wir mal, positiv, wenn nicht alles nur auf den Schultern von einem lastet? Ja, also insgesamt glaube ich, dass wir eine gute Toraufteilung haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Torschützen, aber ja, das zeichnet schon aus, dass jeder da was vom Kuchen abbekommt. Und ja, ich denke mal, jeder freut sich für jeden. Heute haben sich alle für mich auch gefreut, aber ja, Stefan hat auch 3 Dinge gemacht, Stefan wieder und Niki. Also ist eigentlich egal, aber Hauptsache 6-2 gewonnen. Und damit nur noch einen Punkt hinter den Tabellenzweiten und den Tabellendritten. Nach Magdeburg geht's am kommenden Samstag. Mit was für einem Selbstbewusstsein fährt man jetzt zu diesem Spitzenspiel? Ja, wir sind ja schon seit gefühlt 10 Spieltagen auf dem 4. Platz und wollen natürlich den Anschluss immer wieder finden, weil wir wollen natürlich einen Platz gut machen. Und ja, Selbstvertrauen ist hoch, aber wir wissen natürlich auch, dass Magdeburg gut ist, obwohl die jetzt ein bisschen 3 Spiele, glaube ich, verloren haben in Folge. Und ja, da fahren wir natürlich auch wieder hin, um zu gewinnen. Dankeschön. Bitteschön.